Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Milliarden-Challenge. Schön, dass auch du dir heute wieder die Zeit nimmst, um dir hier dieses Video anzuschauen. Vielen, vielen Dank dafür, und wenn es dir gefällt, dann lass da auch gern ein Däumchen da. Ja, jedes Däumchen ist ein Träumchen. So, in diesem Sinne wollen wir mal hier weitermachen. Und wir gucken jetzt mal, was ich jetzt hier machen werde. Ah, habe ich wieder vergessen. Ich muss stunden bleiben. Ah, ja. Jetzt fallen die ganzen Möhren am Boden und das Vorrat wieder. Naja, egal. Ich kann es nicht ändern. Es ist so, wie es ist, Freunde. Ja. Ja. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? So, also wie gesagt, ne, das funktioniert hier mal alles sehr mittelprächtig. So, jetzt müssen wir uns gucken, ob da mittlerweile auch mal das Schneidwerk angekommen ist. So, muss entladen werden. Das heißt, ich darf wieder hier drunter fahren. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, ob das Schneidwerk da ist. So. Gucken wir mal. Oi, was ist mit dem los? Ach so. Und kommt da vorbei? Ne, kommt da gleich nicht vorbei. Lass mal hier wegfahren. Mal, ja, mal gucken, wo ich den einsetze. Aber im Moment müssen wir uns jetzt erstmal hier um die Karotten ansehen kümmern. Damit das mal hier voran geht. So. So, kann ich noch hier mal. Arme hier lang machen. So. Hä? Wieso steht der jetzt? Hey? Das sollte doch zu Feld 50. Ganz toll, Andy. Ganz toll ist er gemacht. Echt. Super. So. Noch ins Feld 50. Hä? Hallo? Der ist wieder hier, der machen wir hier weiter, sehr schön. Also, die Reifen sind nur jetzt hier. Ja. Die Hälfte dürfen wir schon hinter uns haben. Ja, es gibt kein Rapsstroh. Ich habe den Mod irgendwann gelöscht, weil ich das eigentlich bei mir so eingestellt hatte, dass bei Rapsstroh bei mir rauskommt. Ja, habe ich aber jetzt vergessen, in der neuen Version zu ändern, und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt ist mir das auch. Jetzt sieht man da jetzt drauf. So, dieses Feld hat er gleich fertig, das heißt, hier können wir, ja, das ist auch jetzt toll hier, hier könnten wir dann mal, den Flug, glaube ich, draufsetzen, oder, ne, Quatsch, brauchen wir gar nicht, ne? Wochen gleich. So, dann machen wir jetzt erstmal hier weiter. Hallo. Wie geht's? Sehr schön. So, sehr schön. Läuft dann auch wieder. Jetzt zumindest mal weitergeht. Ein paar Karotten haben wir ja schon im Lager. Ein paar, aber nur ein paar, Freunde. Ah, nur ein paar haben wir hier. So, mit dem Wachstumskalender weiß ich gar nicht, aber ich müsste eigentlich drin sein. Was ich geändert habe, damit wir jetzt wieder Winter- und Sommerweizengerste haben. Auch hier bei Dinkelroggen haben wir das jetzt auch wieder. Tritikale auch wieder. Sonst ist alles so geblieben, wie es war. So, Pestinacke. Ach, hier haben wir Möhren. Ja, okay. So, wo haben wir jetzt hier Lager? Moment, wo war das jetzt hier? Lager. Hier. Ach, hier war Lager. So, genau. Hier haben wir Lager, und hier müssen jetzt irgendwo Möhren gleich kommen. Möhren, 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 Möhren. Wo sind die Möhren? Klee, so, da Möhren. Siehst du? So, 344.000 Liter haben wir schon an Möhren. Und da wollte ich auch noch eine Produktion für holen. Diese aus dem, heißt das jetzt, Moment, wir hatten das Platinum, den Platinum Pack, jetzt haben wir ja zum Schluss den Premium Pack bekommen. Da sind ja noch ein paar Produktionen drin. Zum Beispiel die hat die Konservenfabrik. Da haben wir überlegt, ob ich da nicht nochmal, ne? Einfach um schwarzes Haar nochmal zu schauen. Ansonsten gibt es da noch Produktionen vom Fett, die ja auch Möhren brauchen. Vielleicht sollte man da auch nochmal zeitnah
eigentlich auch nochmal da reingehen. Problem ist nur, die brauchen immer alle so viel nebenbei noch. Da brauchen sie noch dies, da brauchen sie noch das, da brauchen sie noch jenes. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich nicht mehr will auf den letzten Metern hier in der Milliarden-Challenge. Denn eins dürfte mal klar sein, Freunde. Wir haben jetzt August, das heißt August bis November, kann man round the world rechnen, das sind noch 3 Monate. Im Moment habe ich Zeit, ja, aber also ich sag mal Zeit in der Ansicht, dass ich mit der Arbeit unfähig bin, daher nicht arbeiten gehen kann, weil ich meine Schulter nicht belasten kann. Das stört mich jetzt hier, ne, am Rechner nicht unbedingt, aber dafür nutze ich na klar die Zeit, um andere Werte oder andere Dinge zu tun, die halt zu lernen für die Ausbildung, ne? Trader, da geht viel, viel Zeit bei drauf und da bin ich 5 Tage die Woche mit beschäftigt, 6. Tag Analyse und Auswertung, also von daher, da gehen 6 Tage die Woche drauf. So, heute haben wir Sonntag, das ist mein 7. Tag, da kümmere ich mich dann um YouTube. Ja, so, und das ist auch alles, was ich dann habe, diesen einen Tag, wo ich dann halt die Folgen aufnehmen kann, wo ich sie schneiden kann, ne, damit sie ja noch gerendert werden. Hochgeladen werden müssen sie auch noch, da muss noch eine Thumbnail dafür erstellt werden. Also da geht schon ein bisschen Zeit drauf, ne? Aufnahme ist klar auch noch. Und von daher, ja, schauen wir mal. So, das Ding ist noch immer nicht angekommen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich schon die ganze Seite hier geerntet, aber naja, wir sind auf jeden Fall, ne? Wenn wir jetzt gleich mal hier mit diesem 12 Meter Schneidwerk, wenn das dann funktioniert, hier loslegen. Eieieiei, so, Moment. Können wir den hier erstens noch losschicken? Warte mal. So, fahren wir mal halbwegs auf die Spur oder so. Ich meinte hier eigentlich auch mal einen Weg eingezeichnet zu haben. Also so sah das eigentlich nicht hier aus. Aber shit happens. It is so it is. So. Und tschüss. So, damit fährt der schon ins Losse. So. Jetzt sollen wir mal gucken, wo der andere ist. Mit dem Schneidwerk. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach, er ist schon hier. Sehr schön. So, wollen wir mal hier aussteigen. Wollen wir mal hier einsteigen. Wollen wir mal den Motor hier starten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man denn das Ding jetzt hier. So, da könnte man X machen, ne? X, hier ausklappen. Ja, das geht. Sehr schön. So, der Fahrer ist weg. Das ist ein Witz, oder? Was ist das Schneidwerk denn jetzt? Nee, Freunde, ey. Wo ist das Schneidwerk jetzt? Alter, das ist ja jetzt ja ganz toll. Ey. So. Wisst ihr was, Freunde? Bevor ich jetzt diese Schneidwerke suche, kaufe ich mir. Echt, das ist doch jetzt nicht mehr normal, ey, oder? So, wo war das jetzt hier? Ne, das war nicht, ne? Ne, das war ja nur zu denen. So, wenn ich jetzt hier gucke. Ne, das ist auch nur für Zwiebeln. So Gemüsetechnik. Da war das jetzt auch nicht dabei. Oh, mein Schneidwerk hier. Kartoffeltechnik, Rübentechnik. Hier, da. Und da haben wir das für Sugar Beet. Okay, so, wo haben wir das jetzt für. Was ist das hier? Ne, das ist das auch nicht. Das ist das normale. Ne, hier 12 Meter, ist doch richtig hier. So, okay. So, Farbe können wir ja auswählen. So, nehmen wir nochmal hier das. So, nochmal mieten. So, ja. So, zurück, zurück, zurück. So. Hallo? Also, ja, das war jetzt mal ein Satz mit X davor, wo links. Aber bevor ich jetzt da alleine hin zurückfahre, würde ich mal sagen, schickt man den mal eben selber dahin. So. Da reicht dann, wenn wir nachher wieder zurückfahren müssen. So, Verkaufsstellen. Kann ich Quatsch einkaufen. Fahrzeughändler abholen. So, und tschüss. So, dann kann er schon mal dahin fahren. Mal gucken, wo wir denn den nächsten haben können.
So, das heißt, dann schicken wir den hier wieder zurück zum Händler. So, Einkauf. So, verkaufen und tschüss. Das will ich jetzt auch nicht ganz verstanden, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Oh, da geht das auch. So. So, dann würde ich sagen, machen wir den mal hier weiter voll. Mal gucken, wo der jetzt ist. Kollege Möhren. Ja, also das mit der Möhrenernte, das funktioniert mal echt suboptimal, das muss ich ja mal sagen. Also, das habe ich ein bisschen anders vorgestellt. Ich sag mal, der Ertrag ist irre, das muss man mal sagen. Also, ne, kaum was geerntet und schon eine Viertelmillion. Ja, Freunde, eine Viertelmillion, ja, bricht gehört. Eine Viertelmillion Liter, also. Wenn wir für jede Karotte einen Euro kriegen würden, wow, ey, dann wären wir schon ein Stück reicher. Ey. Aber so ist es halt nicht, ne? Tja, bin mal gespannt, wo das Schneidwerk ist. Jetzt irgendwann aus der Datei einfach rauslöschen. Keine Lust zu suchen. Da hätte ich jetzt auch in die Karte gehen können, zurücksetzen, bla bla bla. Hätte ich alles machen können. Hätte Fahrrad. Nee, fällt die Hälfte für der Never. Oh, nee. So, wollen wir eben schnell hier drehen. Bisschen tricky hier. Mit den Bäumen. Aber es geht. Es geht doch. Wir müssen etwas anders rumstellen. Zumindest mal, ne, wenn man das halt über die Tastatur macht. Das ist doch schon ein bisschen. Anstrengender. Haben wir auf jeden Fall erstmal eine lange Gerade vor uns. Das ist schon mal sehr schön. Warten wir mal, wann er denn kommt. Aber das wird man dann sehr wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen, ob das denn funktioniert mit dem anderen. Sonst müssen wir hier wirklich stehen machen. Da kann ich euch sagen, Freunde. Zum Ende der Milliarden-Challenge werden wir ja nicht fertig werden mit diesem Feld. Wenn ich das so selber ernten muss. Also das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ja, dass ich das hier selber machen muss. Weil, ne, das war bis jetzt nicht in der Milliarden-Challenge eigentlich meins. Selber machen. Sondern, ne, machen lassen. Und ich sag mal, ich habe jetzt auch ne, letzte Woche. Ja, genau, für mich ist es letzte Woche gewesen. Da waren also ein Unternehmer, also ein Bauer, der hat halt gemäht und dann hat er halt seine Helferchen gehabt, die dann gekommen sind. Und, hallo, jetzt war ein bisschen rückwärts, danke. Schön langsam rückwärts fahren, damit das auch funktioniert. So, jetzt wieder vorwärts fahren. So, und ne, dann sind dann mehrere andere Unternehmer oder Angestellte gekommen, die dem dann halt geholfen haben, ne, das Feld zu schwaden, das Feld zu wenden und. Ne? So. Und so ist halt Landwirtschaft. So will ich das eigentlich auch hier haben. Ah, jetzt ist er angekommen, sehr schön. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal hier rüber. Ach so, der ist hier angekommen. So. Ja, ihr hört, die Folge ist zu Ende und damit darf ich mich erstmal verabschieden mit diesen Bildern. Und ich gucke jetzt mal, wo der nächste Kollege ist. So.
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mittwoch. Mittwoch, glaube ich, die nächste Folge. Und macht's gut. Bye, bye.